So. Als nächstes hier auf der Redeliste Sabine war hier am 4. November 1989 und sie war nicht nur hier, sondern sie hat auch damals gesprochen. Und heute spricht sie wieder zu uns. Was mir jetzt noch gerade spontan eingefallen ist, der Winter naht und sie werden uns jetzt kommen mit den Todeszahlen, die steigen. Dazu möchte ich sagen, ich habe 15 Jahre in der Rentenversicherung gearbeitet und in den 15 Jahren war es immer so, dass November, Dezember sehr viel mehr Menschen, sehr viel alte Menschen mehr gestorben sind als in den anderen Monaten. Und dieses Jahr werden es wahrscheinlich alles Corona-Tote sein. Okay, jetzt fange ich an. Ich bin sehr aufgeregt. Am 4. November 1989 habe ich auf der letzten großen Demo hier am Alex gesprochen. Ich war als Redner nicht vorgesehen, aber ich habe nicht locker gelassen und durfte dann doch meine Meinung äußern. Die Probleme von damals erscheinen mir heute unbedeutend, wenn ich erlebe, was gerade in Deutschland passiert. Im Sommer 89 wurde in der DDR der Freidenkerverband gegründet. Im Gegensatz zu den Querdenkern durften wir das offiziell tun und auch demonstrieren, ohne zusammengeschlagen zu werden. Wie bei den Querdenkern heute wurden wir sehr schnell sehr viele Menschen, die einen Wunsch geeint hat. Wir wollten die Missstände in unserem Land beseitigen. Am 9. November fiel die Mauer und für mich wurde eine Wunschvorstellung zu Grabe getragen. Nämlich, dass der Mensch im Mittelpunkt der Gesellschaft steht und nicht das Streben nach Geld und Macht. Es ist eine falsche Darstellung, dass alle Menschen der DDR den Mauerfall aus politischen Gründen wollten. Die meisten wollten das Westgeld und den Konsum. Tolle Autos, ohne 8 Jahre darauf warten zu müssen. Reisen, billige Schokolade. Farbige Verpackungen in der Werbung waren wichtiger als der Inhalt. Ich habe damals die Menschen in meinem Umfeld gefragt, wie wollt ihr das bezahlen, wenn ihr arbeitslos werdet? Sie haben mich ausgelacht. Sie waren überzeugt, sie werden jetzt 3000 D-Mark verdienen und alles andere bleibt, wie es ist. Zum Beispiel ein sicherer Arbeitsplatz und bezahlbare Mieten. Dann kam das große Erwachen. Die DDR-Betriebe wurden geschlossen und Millionen DDR-Bürger wurden arbeitslos. Ich glaube, dass das ist der Grund, warum jetzt viele Menschen, die in der DDR gelebt haben, wieder auf der Straße sind. 1989 waren wir Andersdenkende, heute sind wir Nazis. Wir haben in beiden Systemen gelebt und ich denke, wir können deshalb die Wahrheit schneller erkennen. Es wird viel von Spaltung der Menschen gesprochen in dieser Zeit. Seit 30 Jahren spalten Politiker und Medien aber schon bewusst die Menschen Deutschlands nach wie vor in Ossis und Wessis. Denn noch immer gibt es unterschiedliche Tariflöhne in Ost und West. Und seit 30 Jahren bekommen die Ostdeutschen weniger Entgeltpunkte für die Berechnung ihrer Rente als die Westdeutschen. Und 30 Jahre nach der Wiedervereinigung spricht man noch immer von den neuen Bundesländern, wo es zudem Rechtsextremismus und Nazis gibt. Wenn man sich dann die Bilder dazu anschaut, sieht man viele junge Menschen, die erst nach dem Mauerfall geboren sind.
In der DDR wurden Nazi-Verbrecher aus dem Zweiten Weltkrieg zur Rechenschaft gezogen. Ich wünschte, dass man mal in den Medien darüber berichtet, wie das in der Bundesrepublik unter Adenauer gelaufen ist. Die Namen Flick und Krupp kennt jeder. Aber es gab zum Beispiel auch den Nazi Heinrich Lübcke, der im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiter für sich arbeiten ließ und dann von 1959 bis 1969 Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland war. Warum erzähle ich euch das? Ich wollte in meinem Land vieles verändern, war jedoch ein überzeugter DDR-Bürger und hatte ein Urvertrauen, dass die politischen Entscheidungen notwendig waren. Dann kam der Mauerfall mit den Berichten über für mich unverzeihliche Geschehnisse. Mein Urvertrauen wurde zerstört. Es war eine der schlimmsten Erfahrungen meines Lebens. Die Menschen in der Bundesrepublik mussten diese Erfahrung nicht machen. Und viele DDR-Bürger haben den Mauerfall sicher auch anders empfunden. Sie haben dieses Urvertrauen noch bei den Entscheidungen der Politiker und glauben den Medien. Ich denke, das macht es so schwer in dieser Corona-Zeit, wo sich viele Menschen wie wir zu Wort melden, die eine andere Ansicht haben. Viele Menschen haben vielleicht jetzt diese unbewusste Angst vor der Wahrheit, weil die so haarsträubend wäre und alles zerstören würde, woran sie bisher geglaubt haben. Ich bin fast 65 Jahre alt und auf den Demos sehe ich auch sehr viele alte Menschen. Ich fand das toll mit der Doris. Ich mache auf YouTube Videos und habe dort einen Appell an die Menschlichkeit vorgelesen, weil die UNICEF sagt, dass Millionen Kinder bereits hungern und sterben werden. Nicht am Virus, sondern wegen der Pandemie-Maßnahmen. Unsere Politiker sagen, diese Maßnahmen geschehen zum Schutz vor uns Alten. Ich sage in diesem Video und auch jetzt, dass es für mich wichtiger ist, diese 54 Millionen Kinder zu schützen. Das ist nämlich das, was die UNICEF sagt. 54 Millionen Kinder. In den Kommentaren zu meinem Video denken die Menschen genauso. Das hat mich auf die Idee gebracht, eine symbolische Initiative zu gründen. Wir Alten stehen auf. Wir wollen selbstbestimmt leben und sterben und nicht weggesperrt werden. Wir wollen die Schutzmaßnahmen mit unseren Familien besprechen und nicht von Politikern bestimmen lassen. Wir wollen nicht, dass unseretwegen Millionen Kinder verhungern auf dieser Welt. Wir wollen nicht, dass 60 Millionen Menschen in Deutschland unseretwegen nur noch existieren, aber nicht mehr leben dürfen. Ich weiß nicht, wie man eine solche Initiative macht. Vielleicht ist hier jemand, der mir da helfen kann. Ich versuche es vielleicht mal mit einer Unterschriftenliste. Ich habe ein Blatt mitgebracht und wer will von uns Alten, kann sich ja eintragen. Einfach nur mit Namen und Alter. Ja. Zum Schluss habe ich auch noch eine große Bitte. Egal welcher Meinung wir zur Pandemie und den Maßnahmen haben, ich behaupte, wir Menschen in Deutschland sind inzwischen alle irgendwie traumatisiert. Die Maske ist zum Symbol geworden und macht beide Seiten aggressiv. Meine Bitte, hört auf, die Menschen mit Maske ab anzuschreien. Mir passiert das umgekehrt genauso. Wenn ich von einem Kunden im Laden gefragt werde, wo ist Ihre Maske? Dann heißt das nichts anderes als Maske auf. Damit überzeugt man niemanden. Ich danke fürs Zuhören. Dankeschön. Meine Zeitzeugin
die wieder da ist und wieder da sein muss. Und jetzt hören wir Captain Future. Ihr kennt Captain Future? Genau, ich sag noch ein, zwei Worte nur. Jetzt müssen wir auch mal tanzen, nur ganz kurz. Wer alles nach Leipzig will, ich treffe mich mit der Freedom Parade am Samstag hier am Alex am Gleis 2. Wir nehmen den Zug, der fährt um 9.08 Uhr ab, aber wir treffen uns schon um 8:30 Uhr sicherheitshalber wegen den Tickets. Also wer alles in der größeren Gruppe mit der Bahn Samstag nach Leipzig möchte, möge sich Samstag 8.30 Uhr am Gleis 2 hier am Alex. Die Demokratie wird uns von euch Stück für Stück entrissen. Ihr seid nicht herzlich, schämt ihr euch nicht. Eure Handlanger schlagen jetzt auch Frauen ins Gesicht. Ihr seid vage Meister perfider Methoden. PR-Agenturen verdienen euch Millionen.